City Transport Simulator in der Tram-Edition. Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute spielen wir mal nicht in unserem Betrieb weiter, sondern wir gehen heute in den Sandbox-Modus, denn wir möchten uns die neue Straßenbahn angucken, nämlich den Typ D, das müsste die Straßenbahn aus Wien sein. Ist eine Niederflurbahn, hat eine Länge von 34 Metern, besitzt nur Türen auf der rechten Seite. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 70 km/h, Alter, das ist eine ganz schöne Stange. 62 Sitzplätze bietet das Ding und 149 Leute finden noch im Stehen Platz. Neu haben wir ja hier die ganzen Farben mit dabei, das haben wir im letzten Video auch schon gesehen. Was nehmen wir denn heute mal für eine Farbe? Saphir klingt doch mal ganz cool. Und dann können wir hier eine von diesen vorgefertigten Linien wählen, die es hier im Sandbox-Modus gibt. Ich glaube Linie 5 klingt mal ganz cool, von der Johann-Friedrich-Gasse rüber zum Pulse-Center. Nehmen wir mal, dann starten wir am Pulse-Center, fahren Richtung Johann-Friedrich-Gasse. Ich denke mal so 8.32 Uhr klingt auch nach einer ganz guten Uhrzeit. Wir lassen wieder unsere eine Minute Vorbereitungszeit und spawnen direkt in der Kabine. Straßenbahn können wir uns ja gleich in der Außenansicht angucken. Passe deine Routen an, um Staus zu vermeiden und pünktlichen Betrieb zu gewährleisten. Okay, interessante Info. Das heißt, wir müssen unser Liniennetz sowieso noch umbauen, eben die Haltestelle, was war es, Engelsbrunn? Oder wie die hieß, da wo die Straßenbahnen dann irgendwie mitten auf der Straße enden. Ja, das finde ich fürchterlich, dass man sowas überhaupt als Endstation auswählen kann. Weiß ich nicht. Bei uns zumindest endet das alles hier immer irgendwie in so einem Wendehammer. Und da endet das irgendwie mitten auf der Straße. Naja, alles ein bisschen komisch. An dieser Stelle würde ich mich übrigens riesig freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst. Wir haben fantastische Klickzahlen hier auf dem Transport-Simulator-Let's-Play-Video-Reihe-Gedöns, wie auch immer. Aber die Däumchen nach oben, bin ich mir sicher, da geht noch was. Von daher würde ich mich wirklich riesig freuen, wenn du dem Video einfach einen Daumen nach oben geben würdest. Unterstützt mich und den Kanal. Coole Geschichte finde ich übrigens, wir haben hier auf beiden Seiten digitale Spiegel. Sehen wir hier in der Mitte ganz schön. Können auch mal ranzoomen. Da sehen wir es. So, jetzt hat es hier gepiepst. Wir haben nämlich die Abfahrtzeit erreicht. Komischerweise ist jetzt hier auch keiner eingestiegen an der Haltestelle. Also fahren wir quasi mal mit einem leeren Wagen los Richtung Pulse-Center, oder? Oder sind wir jetzt am Pulse-Center gestartet? Ich habe es mir jetzt nicht gemerkt. Ist auch nicht so wichtig. Betriebspunkte gibt es ja jetzt hier leider nicht im Sandbox-Modus. Dafür müssen wir im Betrieb weiterfahren. Nächster Halt, Olaf-Meyer-Platz. Übergang zur Linie 2. Sagt das Signal, wo ist das? Hier, es geht nach rechts, ist gesperrt und steht auf freie Fahrt. Also dann Blinker setzen und dann biegen wir mal hier nach rechts ab. Bin sehr gespannt auf das Fahrgefühl. Also das Anfahren und so läuft schon mal mega smooth. Und das Gequietsche und Gerumpel an den Schienen gefällt mir natürlich wieder mega, wobei da nichts, glaube ich, an den R22B rankommt. Der scheppert und bollert doch am meisten. Also die Straßenbahn hat einen verdammt langen Bremsweg, das kann ich euch schon mal sagen. Die bremst unten raus ziemlich langsam, aber ist auch eine schöne Lackierung. Machen wir mal kurz ein paar Bildchen hier am Olaf-Meyer-Platz. Richtung Johann-Friedrich-Gasse, wunderbar. Oh, so kann man zoomen, auch interessant, wusste ich nicht. Türen können wir sperren, denn wir haben schon massivst Verspätung. Klingeln wir hier mal die Leute weg, sonst kriegen wir gleich wieder... Weiß nicht, den ihr ernst jetzt. Warum laufen die hier drüber? Seid ihr noch ganz dicht? Sackgesichter. Oh, da drüben haben wir einen Rewe. Guck mal, Rewe ist neu, kann er sein? Ist Rewe neu, Freunde? Habt ihr das schon mal in vorherigen Videos gesehen auf dem Kanal? Ich meine nicht. Ich meine, Rewe müsste neu sein. Nächster Halt, Weber-Theater. Übergang zur Linie 2. Da drüben war ein Kollege, Signal da vorne steht auf, freie Fahrt. Ich hoffe tatsächlich, dass es echt immer wieder besser wird mit den Signalen. Ich glaube, in der letzten Folge hat es schon wieder nicht so ganz geklappt. Jetzt bremsen wir mal hier soft runter, denn wie gesagt, die Bremsen von dieser Straßenbahn funktionieren irgendwie nicht so super. Wie ihr seht hier, der Regler ist bei 95%. Da bremsen dann die anderen Bahnen doch ein bisschen zügiger. Ah, auch interessant, sehe ich erst jetzt, das ist quasi nicht links und rechts, sondern das ist quasi einmal nach vorne an der Bahn und einmal nach hinten, oder? Interessante Geschichte. So, wir haben keine Zeit, wir sind schon wieder hier spät dran. Also, der Terminplan hier ist eng getaktet im Sandbox-Modus.
Weiche ist gestellt, geht nach links, dann setzen wir auch mal den Blinker links, auch wenn es völlig für die Katz ist, weil es leider keine Punkte bringt. Dementsprechend habe ich jetzt hier die Sandbox, fahrt auch relativ... Nächster Halt, Iwata Park. Da vorne ist ein Postkartenautomat, aber da kommen wir jetzt nicht mehr hin. Dann wissen wir es aber. Wo war das hier? Welche Haltestelle sind wir? Weber-Theater war das, ne? Ja, am Weber-Theater steht ein Postkartenautomat. Also ich vergesse, was ich gerade sagen wollte. Egal. Dann war es nicht wichtig. Signal steht. Ja, hier im Sandbox-Modus kann einem das egal sein, ne? Weil man kriegt es ja quasi nicht abgezogen, wenn das Signal nicht geht. Ja, hier passt es auch. Sondern das Bremsverhalten hier von der Bahn, da muss man sich definitiv echt ganz, ganz soft erstmal rantasten. So, da vorne kommt schon der Kollege im Ulf A1. Machen wir schnell die Türen auf, springen raus und mal gucken, ob wir gleich ein schönes Bild hinkriegen. Jetzt fährt er uns hier natürlich gleich voll rein. Ist auch mal eine interessante Ansicht. Ja doch, so ist doch cool. Da haben wir den alten Ulf A1 drauf und die Johann-Friedrich-Gasse. So, sperren wir mal die Türen und dann können wir auch schon losdüsen. Wir haben wieder 22 Sekunden Verspätung hier im Sandbox-Modus. Signal steht und hier vorne kann man... Ach, ist ja geil, man kann das hier selber aktivieren. Jo, man kann während der Fahrt die Kamera hier aktivieren oder nicht. Ja, okay, aber interagieren geht nicht. Drück F. Da tut sich nichts. Was haben wir hier sonst noch? Notaus, Federspeicher, Türkontrolle, Warnblinker. Hier drüben wahrscheinlich ganze Klimaanlagen gedöns, Bordcomputer aufrüsten und so. Drüben haben wir einen Zentralschlüssel, Richtungsschalter. Oh, Signal steht, dann düsen wir mal los. Ja, jetzt hat sich wieder die Kamera deaktiviert. Nächster Halt, Goethestraße. Ja, ein bisschen zu schnell in die 30er-Zone reingefahren, aber macht nichts. Signal ist umgesprungen. Da drüben ist Bora, was auch immer Bora ist. Vielleicht eine Fantasy-Marke. Aber ich meine, der Rewe, der sei neu gewesen. Ich kann mich nicht daran erinnern, schon mal einen Rewe hier im Spiel gesehen zu haben. Packstation, was haben wir hier noch? Da drüben ist wieder der Vegi-Markt. Es geht für uns nach links, Signal steht. Mal gucken, ob es rumpelt. Die Blinker finde ich geil, sehen schön aus. Ah, das waren jetzt, glaube ich, auch schöne Bilder. Mal gucken, welches es am Ende geworden ist. Ihr werdet es gesehen haben, denn deswegen habt ihr vermutlich auch aufs Video drauf geklickt. Ja, da sind wir wieder an meiner geliebten Assi-Brücke. Die muss einfach noch irgendwie ein bisschen rostiger sein, dass das, ja, dieser, wie nennt man das? Was ist denn das für ein Grün? Das ist halt dieses Kupfergrün, glaube ich, irgendwie, ne? Alle Mann ready, also Türen sperren und mit einer Minute und 24 Sekunden Verspätung fahren wir weiter. Nächste Station ist dann die Goethestraße? Ne, da waren wir doch gerade. Ja, kurios. Es ist wieder kurios, wirklich vom Allerfeinsten. Oh, hier ist eine 30er-Zone. Ah, jetzt kommt da oben mal eine zu schnell Meldung. Ja, ist doch okay, ich hab's verstanden. Ich will aber dieses Signal hier noch erwischen. Oder ist das jetzt hier die Goethestraße? Und ich habe gerade eben für die Katz an der anderen Haltestelle angehalten. Ja, das ist die Goethestraße, oder? Nee, das ist die Ringsteinstraße. Wir machen einfach mal die Tür auf. Wird schon passen. Immerhin steigen auch welche aus. Einsteigen tut keiner. Hier haben wir wieder die beiden Anzeigetafeln. Ist auch noch ein Bug, glaube ich.
Nein, sperren wir mal die Türen und tuckern weiter. Ist ja im Endeffekt auch jetzt für die Fahrt hier egal. Deckt sich aber, glaube ich, mit der letzten Folge. Da hatten wir, meine ich, ähnliche Probleme, dass die Haltestelle irgendwie nicht richtig erkannt wurde. Ist immer wieder was Neues hier im City Transport Simulator. Heute geht es übrigens noch ins Fußballstadion. 18.30 Uhr spielt Karlsruhe gegen Elversberg. Mal gucken, was dabei rauskommt. Und ihr so, Freunde, was habt ihr am Wochenende geplant? Geht der ein oder andere von euch auf die Gamescom? War der ein oder andere von euch schon auf der Gamescom? Oh, hier kommt mein Lieblingsabschnitt wieder. Schön übers Grüne drüber. So ein bisschen Überland-Feeling hier in der Stadt. Da vorne kommt schon wieder eine 30er-Zone. Dann lassen wir es doch mal ausrollen. Signal steht. Deckt sich diesmal auch mit den Ampeln der Autos. Er hängt uns jetzt hier natürlich halt voll hinterher, ne? Da stehen die Leute wieder auf dem Dach. Huhu! Hallo! Hallo! Jetzt sind wir am oberen Ring. Ob das hier zu unserer Linie gehört, die Haltestelle? Ich weiß ja nicht, aber wir gucken uns einfach mal, wohin uns denn so die Weichen führen. Steigen immerhin ein und aus. Also, irgendwohin wollen sie. Richtig sind wir hier, glaube ich, nicht mehr, denn da oben steht nur noch die Linie 1 zum Freimutsplatz. Naja, gut, ich kann es auch nicht ändern. Sperren wir mal die Türen. Und dann düsen wir mal los. Mal gucken, wo er uns jetzt hinschickt. Nach links, so wie es aussieht. Oh. Da vorne ist den Streckenabschnitt, den ich übrigens sehr interessant finde, durch diesen Torbogen da vorne. Ich hoffe mal, dass das mit dem nächsten Update kommt. Bislang hatten wir echt Glück. Also die Erweiterung, die jetzt dabei war mit dem grünen Hügel, war ja mehr oder weniger für mich auch eine Überraschung. Damit habe ich nicht gerechnet. Jetzt haben wir natürlich auch hier die ganze Zeit keine Ansagen mehr. Wir können da gleich mal in dem Bordcomputer rumspielen. Mal gucken, ob man da was drücken kann, dass man die Haltestellen vorspulen kann. Jetzt gucken wir erstmal, an welcher Haltestelle wir hier sind. Wir sind am... Was ist das? Im Kaiserpark sind wir. Okay, dann gehen wir mal die Türen frei. Weiche links, rechts... Nächster Halt, Johann-Friedrich-Gasse. Fahrtende. Bitte aussteigen. Okay, das war schon mal die aktuelle Ansage. Nee, wir sind, glaube ich, völlig falsch Nächster unterwegs. Nächster Halt, Goethestraße. Nächster Halt, Iwata-Park. Nee, warte mal. Hier zurück. Wo sind wir? Ich habe keine Ahnung, wo wir Nächster sind. Nächster Halt, Johann-Friedrich-Gasse. Okay, was können wir hier noch rumspielen? Löschen. Linie, Kurs eingeben. Fahrnummer eingeben, Ziel eingeben. Oh, nee, die Nummern, die weiß ich nicht. Keine Ahnung. Geht's hier wieder zurück? Okay, dann fahren wir jetzt einfach noch eine Station. Gucken mal, wo es uns hinlotst. Mysteriöse Geschichte. Seriöse Geschichte. Da vorne kommt uns ein Kollege entgegen, vermutlich die Linie 1, oder? Auf dem Netz scheinen wir hier unterwegs zu sein. Karaoke ist da links. Ah, Linie 2 ist hier zur Uni. So, welche Haltestelle ist hier? Josefhof. Funktioniert auch. Wunderbar. Hier ist ein Fehler. Anfahrsperre Bras um 8.43 Uhr. Vor anderthalb Minuten. Quittieren wir mal. Sonst noch irgendwas rumfummeln? Nö.
Interessante Geschichte. Ja, Freunde, wir kommen hier nicht weiter. Und bevor wir jetzt hier irgendwie endlos, sinnlos im Kreis fahren, danke ich herzlich fürs Einschalten. Würde mich, wie gesagt, über einen Daumen nach oben freuen. Wenn du ein weiteres Video nicht verpassen willst, lass auch gerne ein Like da. Ich wünsche dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Mal halt die Ohren steif. Ciao, ciao.